Im Alter von 71 Jahren peilte er sein Debüt für englische Nationalmannschaft an, allerdings nicht im herkömmlichen Fußball, sondern in der U60-Auswahl im G-Fußball. Dabei handelt es sich um eine entschärfte Variante des Spiels, bei der Sprinten verboten ist. Der jüngere Bruder von Sir Bobby und Jack Charlton, 1966 den einzigen WM-Titel für das Mutterland des Fußballs errungen und gemeinsam 141 Spiele für Three Lions bestritten hatten, wurde nun zum Auswahltraining der englischen U60-Nationalmannschaft im G-Fußball am Samstag in Burnley eingeladen. "Ich bin sehr gespannt, den Trainern meine Fähigkeiten zu zeigen", sagte Tommy Charlton der BBC. "Ich werde hoffentlich eine gute Leistung abrufen. Aber es wird sehr schwierig werden, es ins Team zu schaffen, da momentan so viele erfahrene G-Fußballer mitspielen." Derzeit spielt der Rentner und sechsfache Großvater für G-Fußballer von Mature Millers in Rotherham. Seine Karriere im Amateurfußball hatte er im Alter von 24 Jahren wegen einer Verletzung beenden müssen.